Hey, Grogge, was meinst du? Wie sehen die aus? Sind die klug? Sind die stark? Vielleicht, das sind Menschen. Hey, das sehe ich auch. Dämlack. Ja, der Chef hat gesagt, wir sollen mit den Menschen reden. Okay, na gut. Na gut, also, die haben aber keine Frau dabei. Ja, das ist jetzt ein Problem. Wer ist dann der Chef? Ja, wer ist der Chef? Der Größte? Bestimmt. Hier müssen wir eben mit dem reden. Wie blöd. Ihr seht übrigens vielleicht auch, wie der eine Mensch gerade auf einen von euch beiden zeigt. Oh, sie haben dich entdeckt. Du hast dich ganz schlecht versteckt. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch hier in meinem Karren. Blöd. Wacht mal. Ich hol mal meine Fanfare. Ja, warte, ich auch. Na gut, und dann begrüßen wir die, wie es bei den Menschen so üblich ist, so mit Trott, Trott. Genau. Gut, ich hab jetzt meine Fanfare. Goggelmoggel zieht eine sehr rostige, verbeulte Tröte hervor. Groggel tut dasselbe. Da, auf geht's! Höher, Ronner, höher! Und du setzt dich mit großem Rumpeln, Quietschen von rostigen Eisenteilen und Gepolter von irgendwelchem Kram und Trödel, der da in einem grob zusammengezimmerten, an einen großen Waschzuber erinnernden Streitwagen von einem riesigen Wildschwein gezogen. Ja, und diese Kombination setzt sich jetzt auf euch in Bewegung zu. Ja, es Was rumpelt. ist das? Die wollen nicht angreifen, sie haben keine Waffen in der Hand. Sie hat. Sie haben so eine Art. Es. Tröte? Ja, Wildschweine. Ich glaube, die werden uns wohl nicht verstehen können. Deswegen wollen die sicher mit der Tröte mit uns reden. Aha, die ist ja ein ganz schön schlauer Mann. Gar nicht so schlecht. Das? Gar nicht so schlecht. Wissen wir nur, was das bedeutet. Ich glaube, er ist sauer. Also er klang, bei ihm klang das, es viel schlimmer. Das klang quietschig. Ja, sauer. Vielleicht sollte ich vorgehen und ihm eins der Hühner in die Hand drücken. Eine der Achsen knackt bedrohlich, ja, sehr gut, als Goggelmoggel vor euch zum Stehen kommt. Oh, anhalten, Ronner. Ja. Grüßt euch, Menschlinge. Ich bin Goggelmoggel und das ist mein Bruder Groggel. Hallo, Menschlinge. Grüßt euch. Grüßt ihr nicht zurück? Ihr sprecht unsere Sprache. Natürlich. Wir sind, wie heißt das nochmal, Groggel? Was hat Häuptling Ziplim gesagt? Gucker. Vorgucker. Ja, Vorgucker. Und wir sind, Menschologen. Wir kennen uns voll gut aus mit Menschlingen. Mhm. Wo ist denn euer Ork? Warum lauft ihr hier ganz alleine rum? Wie Ork? Hier sind die Orks? Und für was? Was für Orks? Zalschak, Lege der Geißel, der Zerstückler vom Neuen Augensee. Und für was seid ihr, Speer? Was habt ihr genau vor? Und ich schaue mich mal etwas misstrauisch um. Also erstmal, ist hier vorne einer von euch eine Frau? Nur, dass das mal klar ist. Ich bin keine Frau. Kann ich euch einen Huhn anbieten? Ich habe extra 2 Hühner gekauft als Geschenk. Ja, ich nehme die. Ja, aber wenn ihr keine Frau dabei habt, wer hat dann das Sagen? Ja, wer hat das Sagen? Der Mann, der in der Stadt geblieben ist. Genau der. Ja. Gorgel, wir haben die Falschen erwischt. Verdammt. Was sagen wir jetzt denn dem Häuptling? Warum sind was? Wir denn die Seid Falschen? Seid ihr schlau? Seid ihr stark? Wir suchen Menschlinge, die schlau und stark sind. Er ist schlau, ich bin stark. Ja. Jetzt sind es dann auch unterschiedliche und nicht einer zusammen. Das ist schwierig. Das ist blöd. Obwohl mich Vogel auch schlau genannt hat. Ihr seid doch ein schlauer Mann. Ihr solltet da nicht euer Scheffel unter das Licht stellen, oder wie das heißt. Aber ihr solltet doch wissen, die Gruppe ist stärker als der Einzelne, oder?
Sagt doch einfach, was ihr von uns wollt. Na, wir suchen Verbündete gegen die Stinkdrachen. Mhm. Ihr und Drachenjagen? Drachenreiterin. Mhm. Das ist aber ein Zufall. Wir sind auf dem Weg zu einer Drachenjagd. Hast du es gehört? Ja, und das ohne Frau. Dumm. Und wie genau wollt ihr Drachenjagen gehen? Wir wissen, wo die Drachen sind. Das ist nämlich. Doch mal für ihr Richt. Ja, wir haben ja auch eine Frau dabei. Ja, ja. Du, Groggel. Ja, Goggelmoggel. Ich glaube, ich weiß, der Anführer ist. Das ist der da, der lange Lulatsch. Der so dunkel im Gesicht ist. Der Anführer dieser Gruppe. Hast du gehört, Tau? Mhm. Du machst das jetzt. Ja, yeah, ich bemühe mich. Dann musst du mit ihm reden. Also, ihr sucht Drachen. Oder ihr sucht Verbündete für eine Drachenjagd. Reicht ihr für euren Stamm? Oder nur für euch zwei? Was? Nein, natürlich für unseren ganzen Stamm. Häuptling Ziplin, der hat uns gesandt. Wo ist Ziplin? Ja, zu Hause. Uns gehört nämlich das ganze Gebiet, müsst ihr wissen. Das ist altes Stammland von uns Goblins. Altes Stammland? Ganz alt. Von Sukram über die ganzen Ebenen her. Aber ja, Sukram, das ist unsere heilige Stammesstätte. Das wäre mir mal was Neues, dass euch was gehört. Ihr nehmt euch doch einfach, was ihr wollt. Kriege ich jetzt das Huhn? Ja, das ist ein Geschenk. Versteht ihr Geschenk? Ein Friedensgeschenk. Morgel, das war zum Tauschen gedacht. Nein, ich wollte es ihnen schenken. Sie haben doch immer Hunger, habt ihr gesagt. Und das ist nett. Und Travia findet das gut, wenn mein Hund irgendwas zu essen gibt. Das wisst ihr doch. Also wirklich. Wir versuchen Travia, uns doch Freunde zu machen, oder nicht? Travia würde es euch danken, wenn ihr wisst, wer das ist. Naja, Freunde würde ich nicht sagen, aber wir wollen sie davon abhalten, unsere Feinde zu werden. Das ist doch praktisch, was sie Freunde finden. Nein, nein, Ziplim hat gesagt, Menschen sollen nicht Feinde sein, sondern Freunde, weil wir Drachen hauen. Mhm. Und zusammen essen. Weil wir sind nämlich fest der Nüsse. Oh. Fest der Nüsse. Mhm. Ist das sowas wie Schlachttag? Ja. Oh, viel Essen, oh, schön. Wir mögen viel essen. Krieg ich jetzt das Huhn? Ja, ja, nimm ich. Danke. Ich reiche das Huhn. Goblin nimmt das Huhn an sich und leckt es einmal quer ab. Möchtet ihr auch ein Huhn? Ich habe euren Namen leider wieder vergessen. Groggel, glaube ich, war er. Herr Groggel, möchtet ihr auch das ein Huhn? Groggelmoggel, darf ich das Huhn haben? Na gut, aber dann habe ich was gut bei dir. Na gut. Ja, dann nimmt er das Huhn und leckt das auch einmal ab. Ich glaube, ihm gefallen meine Geschenke. Ja, wenn man etwas anleckt, dann gehört es einem. Mhm, oh. Und erst dann. Also auch, wenn man vorher drauf spuckt. Das ist ja faszinierend. Das wusste ich nicht, dass das so ist. Vielleicht bei den Goblins als Gesetz. Ich hab doch gerade eben schon gesagt, den Goblins gehört nichts. Sie nehmen sich nur, was sie wollen. Lasst nur eure Zunge weg von meinen Sachen. Dasselbe gilt auch für meine und auch für meinen Wolf, der euch wahrscheinlich auch ein bisschen anknurren wird. Ja, habt ihr eure Sachen angeleckt? Bestimmt schon mal, ja. Wieso? Ja, weil dann gehören sie euch. Das macht Sinn, das hast du ja auch gerade erklärt, ja, macht Sinn dann, macht Sinn. Und jetzt, hier, du bist doch jetzt unser Anführer hier, der Mann mit dem dunklen Gesicht, hat er gesagt. Jetzt sag ihn doch mal, dass wir auch die Drachen... Hatte ich doch. Ich hatte doch gesagt, wir sind auf dem Weg, die Drachen zu jagen. Ah, richtig, hast du gesagt. Und wollt ihr uns begleiten? Dafür hat der Häuptling uns doch geschickt. Groggel, was hat der Häuptling nochmal gesagt? Naja, geht zu den Menschen und macht Freunde, damit wir die Drachen verhauen können. Weil die Drachen sind... Weil wir wollen ja nicht den ganzen Ruhm für uns alleine haben. Drachenjagen mit Goblins, ne? Das kann ja nur heiter werden. Klingt auf alle Fälle nach einer Geschichte.
Nein. Ziplim hat gesagt, wir sind was für einen hohlen Zahn, deswegen sind wir voll gut geeignet für Drachenjagd. Der hat zu uns gesagt, wir sind entbehrlich, also wir sind so stark wie Bären, also eigentlich könnt ihr uns helfen. Wollte gerade sagen. Entbehrlich? Der Vorteil ist... Ja, Bären. Bären sind voll stark. Lasst sie einfach in dem Glauben. Lasst sie einfach in dem Glauben. Warum? Es kann nur gut für uns sein. Warum hat Ziplim nur 2 geschickt? Das ist eine gute Frage. Und wir wollten euch keine Angst machen. Wart ihr die Einzigen, die entbehrlich wart? Oder die Einzigen, die stark genug sind? Nein, wir haben ganz viele Entbehrliche, weil die sind alle stark wie Bären. Mhm. Aber es ist gut, dass sie nur 2 sind. Ich hatte ja auch nur 2 Hühner. Das wäre jetzt aber doof gewesen, hätte ich kein drittes Huhn für den dritten Goblin gehabt. Psst, Goggel. Ja, was ist los? Ich glaub dir, der Bauer da, der ist ein Schamane. Das gibt's doch gar nicht, der ist doch keine Frau. Was sagst du? Der hat in den Sternen gesehen, dass wir kommen und hat gleich 2 Hühner mitgebracht. Ja, oder in den Eingeweiden. Den müssen wir im Auge behalten. Vielleicht nehmen wir den mit, seit wir unsere Schamane nicht mehr haben. Ich sag's mal so, wir lassen sie einfach in dem Glauben und sie haben auch noch ein Wildschwein, was bestimmt dem Drachen auch gut schmecken wird. Das kann nur vom Vorteil für uns sein. Oh, glaub, das ist eine wirklich gezähmtes Wildschwein. Ich habe noch nie ein gezähmtes Wildschwein gesehen. Darf man eure Schweine anfassen oder darf man das nicht? Also ich möchte sie auch nicht anlecken. Sind ja eure. Das geht. Das hier ist Roller und das ist Born. Die haben wir extra noch euren Heiligen benannt. Oh, das ist ja nett von euch. Bauroge würde mal über das Schwein streichen. Wisst ihr, ich habe zu Hause haben wir auch Schweine, aber die haben kein Fell. Das ist ein normales Schwein. Kennt ihr das? Ja, Schwein? So haarlos, so wie, wie, so, genau, wie ihr. Genau, ne? Wie wir. Genau, so ein Schwein wie wir. Ja, aber Bauroge muss tatsächlich ein sehr beachtlicher Tierfreund sein. Normalerweise würden die Schweine ihm jetzt die Hand abbeißen, so wie sie das auch bei euch Goblins tun. Aber naja, sie haben nicht geschnappt, also er muss wohl von den Göttern auserwählt sein. Meiler Mokhtar lächelt auf dich. Ja, er ist ein Schamane. Wer lächelt auf wen? Ich glaube, ich mache hier gute Fortschritte, was die Beziehung zwischen... den und uns angeht. Ich wollte gerade sagen, zwischen Bauer und Schwein. Ich glaube, man sollte das Schwein ist sehr sympathisch, da habt ihr nicht Unrecht. Das klingt jetzt vielleicht unhöflich, aber ihr seid etwas klein. Könnt ihr denn auch kämpfen? Weil ich hab noch nie Goblins getroffen. Natürlich, ich bin ein großer Krieger. Oh. Und Krieger. Es ist gut. Und was sind eure Waffen? Na, Speer und Bogen. Sie sagte doch, ich bin Jäger. Das weiß doch jeder. Das sind Jagdwaffen. Vielleicht weiß der das nicht. Der hat zwar auch einen dabei, aber vielleicht ist er nur zum schön aussehen. Ja, stimmt. Menschen haben ja öfter was zum schön aussehen. Ja. Manchmal haben sie auch so Duftwässerchen. Durchaus haben wir Duftwässerchen. Wisst ihr denn, wo Drachen gesehen wurden? Ja, die kamen von da und sind nach da gegangen. Mhm. Die kamen doch von da und sind nach dort gegangen. Honga, weißt du noch, wo wir hin sollten? Genau. Wir mussten an dieser Geisterfeste vorbei. Von da aus ins Gebirge. Deckt das sich mit eurem Plan, die Drachen zu jagen, werte Goblina? Wir sind ja nach den Drachen aus. Ja, wir müssen die erstmal, also das sind Drachen, die gehen ganz schnell von hier nach da. Müssen nur vorher Prophezeiung erfüllen oder ein Ritual? Ein Steinkreis, ein... Wir müssen umstellen. Finden wir im Gebirge. Oh, ihr müsst Steine umstellen, dann habt ihr bestimmt Trollfreunde, weil die können sowas. Oh, wir mögen Trolle. Trolle sind nett. Trolle sind unsere großen Geschwister, naja, sozusagen. Trolle. Also, kennt ihr Volkmumpf?
Brockmumpf kommt uns manchmal besuchen. Hat man was Süßes für sie, können sie recht nett sein. Ich bin noch keinen Trollen begegnet. Also ich habe nur gehört, dass sie sehr groß sind und dass sie sich manchmal auf die Häuser von Leuten setzen. Und da muss man ganz schnell rauslaufen, sonst ist man platt. Warum sollten sie das tun? Weiß ich nicht, aber das hat mir auch der Trinker bei uns im Dorf erzählt. Da darf man nicht immer alles für volle Münze nehmen, was der sagt. Aber ich hatte schon Angst. Und vor dem Troll. Könnt ihr die Drachen nun riechen oder könnt ihr es nicht? Klar, muss nur näher ran. Und was heißt näher? Naja, wenn ich sie wittere, dann wittere ich sie. Und im Moment wittern wir sie nicht. Ja, wir wollen ja erstmal Verbündete haben. Also laufen wir jetzt einfach unseren Weg weiter und hoffen, dass ihr irgendwann hoffentlich die Witterung aufnehmt. Mit unseren keine beiden Sorge, ihr habt ja mich. Genau, jetzt sehr habt ihr eine Frau, jetzt seid ihr gerettet. Hört sich sehr vielversprechend an. Also das hätte auf jeden Fall schlechter laufen können. Denke ich. Ja, das mit einem schweren Rücken. Seht ihr? Das war doch ein voller Erfolg. Wenn ihr einen Zwerg dabei gehabt hättet. So gut, wie sich der eine Goblin versteckt hat, ich glaube nicht, dass wir einen Speer im Rücken gehabt hätten. Siehst du, sie haben dich entdeckt, Goggelmoggel. Was? Gar nicht. Die haben dich entdeckt. Nein, gar nicht. Wurde. Ich hau dich gleich. Ich habe den entdeckt. Man wird immer auf Groggel zeichnen. Er hat in der Nase gebohrt. Hab ich gar nicht. Stand direkt neben dem Busch. Sah er aus wie eine Ablenkung. Er war sehr groß. Und lecker. Wir dachten kurz, wir werden in eine Falle gelockt. Aber ihr habt euch bestimmt Mühe gegeben und das ist ja auch wichtig. Hätte ich vielleicht einen Vergleich treten sollen? Ist ja egal. Hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. So könnt ihr den Weg, den da in die Richtung Hallinger Tiefebene weiterführen. Vorbei an den zahlreichen weiteren Hügeln, bis sie dann an der rechten Seite abflachen und zu einem dichten Wald werden, könnt ihr Stunde um Stunde dem Quietschen der beiden Streitwagen entlang gehen. Unglaublich nervig, wie sie sich dort immer wieder goblinische Worte an den Kopf werfen, auch einige Dinge von euch dann versuchen herauszufinden, von der Menschensprache, die sie benutzen. Wenn sie sich selber Menschenexperten nennen, dann mag das vielleicht nicht ganz zutreffen, aber immerhin beherrschen sie eure Sprache und sind friedlich. Nach grob 4 weiteren Stunden könnt ihr erkennen, wie sich am Wegesrand wohl ein kleiner Stein befindet, ein Wegstein, der euch dann die Hälfte markiert, und zwar zwischen Raufenberg und Freiherrlich Hallingen. Das heißt, so zusammen mit dem Wetter, was sich weiter zugezogen hat und mittlerweile dann noch die Schleusen geöffnet hat, immerhin haben wir den Monat Effort, könntet ihr sicherlich noch auf den letzten paar Sonnenstrahlen das Spukgemäuer Raufenberg entdecken, aber so ein paar Meilen sind es wohl noch. Und während ihr dort steht, das Ganze kurz mustert, könnt ihr dann auch, vor allem die Goblins könnt ihr als erstes hören, wie sich jemand von Osten her auf dem Weg nähert. Und zwar eine ganze Menge, 20 Pferde, die auf euch zukommen. Hey, Menschen, da kommen Reiter! Ganz viele, so viele. Goggelmuggel hält zweimal die Hände in die Höhe. Reiter, gut, so viele können wir nicht bekämpfen. Wir sollten in Deckung gehen, uns verstecken. Und schauen, ob wir uns einen besseren Überblick machen können. Erwarten wir von der Richtung einen Feind? Wollte ich gerade fragen. Wissen wir, ob sie feindlich sind? Vielleicht sollten wir tröten, dann werden sie friedlich. Das hat bei euch ja auch funktioniert. Das werden wir schnell genug herausfinden. Aber sollten es Feinde sein, dann wollen wir nicht auf offener Straße stehen. Und da gebe ich euch wohl recht. Dann ab in den Wald. Und ihr Goblins, trötet nicht. Sollen wir nicht tröten? Gar nichts zu sagen. Wenn ihr als Spießbraten enden wollt, dann könnt ihr gerne auf der Straße bleiben. Wer ist denn das schon wieder? Ist das so ein, wie heißen die, Musiker? Ein Spießbraten? Nein.
Wir müssen uns jetzt verstecken. Du hast recht. Komm mal mit, du. Ja, lasst uns in den Wald gehen. Ja, so könnt ihr euch in die prächtigen Herbstfarben des Waldes eingliedern. Das kalte Grau, was so ein bisschen weicht unter euch, das saftige grüne Moos, was dann wohl noch ein bisschen vom Sonnenlicht schimmert, und direkt neben euch dann wohl noch ein saftiger, großer Beerenstrauch. Bitte eine Sich-Verstecken-Probe, und dadurch, dass ihr euch gerade ein bisschen Zeit gelassen habt, ist sie nicht erleichtert. Das muss also relativ schnell gehen. Waldkundig zählt? Waldkundig zählt. Oh, habe ich auch noch mit dabei. Ja, gut, bei dem Panzer von eben war das auch noch hügelig, aber... Ich bin auch waldkundig. Ich habe auch gebirgskundig. Was bringt waldkundig? 2 Punkte, glaube ich. 3. Also eine 3-Erleichterung. Meine Güte. Freunde. Wow, ich schaffe das aus. So, Goggle hat es geschafft. Tau nur um 1 Punkt. Und dadurch, dass es gegeneinander gewürfelt wird, schauen wir mal, was die hoffentlich Menschen dort machen auf den Pferden. Boah, nicht besonders gut. Aber die 1 werden sie wohl schaffen mit einer Schärfe. Wenn die Speer ein Q4 NPC sind. Ihr versteckt euch so gut wie es geht, versucht dann nochmal den quietschenden Wagen in das Nass reinzudrücken, das Nass des Waldes. Da könnt ihr die Pferde dann, erst habt ihr sie gehört, mittlerweile könnt ihr sie auch sehen, wie sie sich durch den matschigen Weg dann euch entlang schieben. Und noch bevor ihr euch abgeduckt habt, Groggel und Goggelmoggel können sich noch einige Beeren in den Mund stecken, haben so einen leicht rot verschmierten Mund. Könnt ihr sehen, wie einer der Speer jetzt das Halt gibt und die Gruppe von den 20 Reitern zum Stehen bringt. Ihr könnt an ihrer Kleidung erkennen, Wappenröcke, das sind wohl Leute aus Hallingen. Halt! Wer da? Im Namen von Pantlarel! Wir sind nur Reisende. Kommt raus! Hau hier! Nur Räuber und Mordbuben verstecken sich im Wald. Oder Leute, die vor einer Horde Reiter eher die Flucht ergreifen würden. So. Verzeiht uns unsere Vorsicht, aber wir kommen aus der Wildermark. Aha. Und dann soll ich verziehen. Ihr kommt gerade aus Hanning, ja? Ja. So, und wo wollt ihr hin? Oder? Ja. Oder? Ja. Wir kümmern uns um die Probleme mit der Drachenreiterin. Von der kommen wir gerade. 5 Reiter verloren. Da können sicherlich 4 Helden nichts ausrichten. Was genau ist denn geschehen? Ihr habt Glück, weil da sind noch Goblins dabei. Ich sehe es gerade. Ihr habt Goblins bei euch. Die haben wir auf dem Weg aufgegabelt. Habt ihr einen Pakt mit ihnen? Ich sage es mal so, wie es deren Häuptling gesagt haben, sie sind entbehrlich. Wir versuchen Friedensverhandlungen mit ihnen zu führen. Nun, die Männer und Frauen von Mersing sitzen in Kraienforst. Da solltet ihr euch hüten, der ist dunkel und finster. Da kommen wir mit unseren Pferden noch nicht durch, hat wie gesagt nicht viel gebracht. Aber den Tatzelwürmern scheint das egal zu sein und dem Höhlendrachen auch. Seid ihr an der Feste vorbeigeritten? Welche von den Festen meint ihr? Die in der spuken soll. Ja, das ist Raufenberg, ja. Ach so, ja, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Spukfeste. Ihr könnt ihr sicherlich noch vor Nacht einen Bruch erreichen, da müsst ihr euch aber sputen. Und was genau ist euch widerfahren, wenn ihr gesagt habt, ihr habt Reiter verloren? Tja, plötzlich mitten im Wald kamen Pfeile, die auf uns niedergeregnet sind. Und als wir abbrechen wollten, da kamen sie aus dem Hinterhalt, haben uns umrundet. War wohl nur einer. Ich weiß nicht genau, welcher von den dreien, aber die Flammenlanze hat 5 von ihnen geholt. Von uns. Schrecklich. Wir wollten eigentlich nur in Kundschaft reiten, aber jetzt wissen wir zumindest, wo sie sind. Auch wenn es das nicht wert war. Natürlich nicht. Aber gut zu wissen. Zumindest sind sie nicht mehr in der Tiefebene. Wir wollen ihnen gnädig sein. Eurem Gefallenen. Tja, wir werden auf alle Fälle Kundschaft nach Obstein-Tiefwald senden müssen und auch zu dem Baron Wurzenwald. Tja. Ja, aber ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen, weil jetzt sind wir ja da. Dann gehabt euch wohl und wir werden uns sputen, damit wir die Feste noch erreichen können.
Heilt euch. Und dann viel Erfolg in der Wildermark. Vielen Dank, wir werden es brauchen. Tschüss, euch auch. Damit gibt der Speer seinem Pferd mit den Sporen einen kleinen Tritt und sowohl er prescht weiter als auch die übrigen von den 20. Goggelmoggel, kein Wunder, dass sie keine Chance hatten. Sie hatten keine Schweine dabei. Mhm. Trottel. Und auch keine Frau. Ach, er lernt so schnell, Groggel. Und auch keine entbehrlichen Goblins. Was ist denn ein Spukemäuer? Da ist es unheimlich. So wird das dort leben die. Dort leben die Seelen von denen, die nicht verbrannt wurden. So wird das zumindest von abergläubischen Volkern genannt. Sowas wie Geister gibt es natürlich nicht. Wollt ihr mich als abergläubisch hinstellen? Boron kümmert sich um alle Seelen. Er nimmt sie sofort in seine Hallen auf. Die Seelen können aber nur einfach so aufsteigen, wenn man die Körper verbrennt. Die Seelen werden nicht gegessen. Unbedingt. Genau, von Schwein. Mhm, und verdaut. Und danach schenkt Zar ihnen ein neues Leben. Wer ist das? Mitten der ewigen Jugend. Ist das eine Tochter von Maidam Rektai? So wie Sukram? Ich kenne eure Götter nicht. Leid.